Wir gehen jetzt erstmal weiter in unserer Reihenfolge und haben Besuch aus Belgien, Young Omen von, und da muss ich jetzt wieder mal meine schlauen Notizen angucken, von ENCOT. Und das ist eine Abkürzung für einen Verein, der steht für European Coalition for Just and Effective Drug Politics. Darum geht es. Und jetzt, ja, hier, der Joop. Danke. Danke. Guten Tag. Liebe Freunde, danke, dass ihr gekommen seid und euer Recht wahrnehmt, die Stimme von 5 Millionen Deutschen gegen die Prohibition von Hanf und Cannabis zu erheben. Heute ist ein Tag von Hoffnung. Heute demonstrieren wir, um die Diktatur des Wahnsinns zu beenden, die auf Lüge aufgebaut ist und die die Interessen von Unternehmen schützen soll, die aus der pharmazeutischen Apartheid Profit schlagen. Jedes Jahr fließen wegen des Verbots von Cannabis und anderen Drogen weltweit 400 Milliarden Euro, das sind pro Sekunde 12.500 Euro, in die Taschen von Kriminellen und Banken, die diese Summen verwalten. Diese Gelder werden für andere Verbrechen verwendet, für Korruption, für Gewalt und Extremismus. Die globale Pharmaindustrie ist mehr als 300 Milliarden Euro im Jahr wert. Die 10 größten Pharmaunternehmen, die alle ihren Sitz in den USA und oder in Europa haben, kontrollieren mehr als ein Drittel dieses Marktes mit Umsätzen von mehr als 10 Milliarden im Jahr und Gewinnmargen von etwa 30%. Der beste Verkaufsschlager sind Schmerzmittel. Diese Unternehmen haben kein Interesse daran, mit einer Pflanze zu konkurrieren, die jeder daheim anbauen kann. Und dann sind da noch die Politiker, abhängig von der schlimmsten Droge, die auf der Welt gibt, Macht. Allein in Europa werden 40 Milliarden Euro, das sind 60 Euro pro Kopf, Kinder eingeschlossen, pro Jahr für einen Krieg ausgegeben, der seit Anfang an ein Desaster ist. Das ist der Preis, den wir bezahlen für ein reines Gewissen von dem, die durch Strafverfolgung Probleme vermeiden wollen, während sie gleichzeitig sehr gut wissen, dass sie diese Probleme damit nur verschlimmern. Schon 2004 hat das Europäische Parlament einen grundlegenden Wandel der Drogenpolitik vorgeschlagen, der nicht auf Moral, sondern auf wissenschaftlichen Fakten beruhen sollte. Der Beschluss empfahl den europäischen Regierungen, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für Cannabis, Coca-Blätter und Opium zu experimentieren und die betroffenen Zivilgesellschaften in der Erarbeitung der Drogenpolitik einzubinden. 2008 zog eine unabhängige, von der Europäischen Kommission finanzierte Untersuchung den Schluss, dass der Krieg gegen Drogen gescheitert sei und dass es empfehlenswert sei, sich statt auf Repression, auf Risikominimierung vor dem Hintergrund der Toleranz zu konzentrieren. Aber im Spiel der Bürokraten sind Meinungsumfragen, parlamentarische Beschlüsse und wissenschaftliche Erkenntnisse völlig irrelevant. Drogenpolitik ist ein perverses Beispiel dafür, wie unsere Demokratie funktioniert. Im Elfenbeinturm, wie hinter einer Nebelwand, wirken komplexe Entscheidungsstrukturen, die selbst Experten nicht durchschauen, geschweige denn die normalen Bürger.
Diese Strukturen unterstützen immer großzügig die größten finanziellen Interessen und die, die einfach an der Macht bleiben wollen. In den letzten Jahren konnten wir erleben, dass verschiedene zivile Gruppen auf einen Wendedrang drängen, weil sie genug davon haben, in Angst zu leben. In Spanien und Belgien nutzen die Bürger Schlupflöcher in den Gesetzen und gründeten Cannabis Social Clubs. Zusammenschlüsse von Cannabiskonsumenten, die gemeinsam ihren Eigenbedarf anbauen. Ohne neue Probleme zu schaffen, sind Cannabis Social Clubs die offensichtliche Alternative zum Schwarzmarkt. Und die örtlichen Obrigkeiten fangen an, das zu erkennen. Die Legalisierung von Hanf ist Teil der Schaffung eines neuen Europa. Eines Europa, in dem die Obrigkeit versteht, dass Frieden und Wohlstand nur dann gedeihen können, wenn statt Marginalisierung, sozialer Ausgrenzung und ungerechtfertigter Repression eine Politik umgesetzt wird, die Risiken und Schäden verringert und die Vorteile für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit nutzt. Unser Anliegen ist mehr als ein Eintreten für Cannabis, mehr als ein Eintreten für Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Es ist ein Eintreten für eine Gesellschaft, die aus dem, was Geschichte, Wissenschaft, die Natur und der gesunde Menschenverstand uns gelehrt haben, ihre Schlüsse zieht. Der Krieg gegen Hanf zu beenden, hängt nicht von den Politikern ab. Das haben wir in der Hand, die Bürger, die wissen, dass eine Pflanze zu verbieten grundsätzlich dumm ist. Es ist egal, ob man die Wirkung von Cannabis mag oder nicht. Allein die zahlreichen Belege für die nutzbringende Verwendung in Industrie und Medizin lassen den Schluss zu, dass hier eine fundamentale Ungerechtigkeit herrscht. Wir hoffen, dass diese Parade viele von euch dazu motiviert, aktiv zu werden und, warum nicht, an einer gemeinsamen Aktion zur Gründung eines Cannabis Social Clubs in Deutschland teilzunehmen. Vielleicht, ja, musst du dich auf ein paar Jahre mit Lügen gefasst machen. Es drohen Anzeigen, Geld- oder Gefängnisstrafen und andere Maßnahmen. Mit denen dich das System zum Schweigen bringen will. Dieses Schicksal teilst du mit vielen Menschen auf der ganzen Welt, die für die Wahrheit kämpfen und dies unter viel schlimmeren Umständen. Wenn deine Wille stark genug ist, kann dich nichts aufhalten. Nächstes Jahr im März findet in Wien der nächste UN-Gipfel statt, der das Weiterbestehen des Drogenverbots wieder einmal bestätigen soll. Wir laden euch alle ein, mit uns gemeinsam vor der UN zu demonstrieren, wo wir kollektiv unsere Abkehr von dieser verrückten Politik bekannt geben werden. Wir glauben eure Lüge nicht mehr. Wir möchten nicht mehr dafür kriminalisiert werden, dass wir ein kleines Stück Natur konsumieren. Wir wollen unsere geistige und körperliche Unabhängigkeit wiederherstellen. Wir halten euch daher nicht mehr für berechtigt, uns vorzuschreiben, was wir zu uns nehmen. Es lebe die Hanfparade! Es lebe die Cannabis Social Clubs!
lebe Uruguay! Es lebe die Wahrheit über Hanf, Cannabis und alle andere Drogen. Auf Wiedersehen, nächstes Jahr in Wien. Und danke Susanne für die Umsetzung. Herzlichen Dank an Joop Roman aus Belgien von Encore